Grüße euch, Paraguay Live. Bin ein bisschen erkältet, aber hoffentlich könnt ihr mir gut verstehen. Heute sprechen wir über ein anderes Haus. Wieder individuell geplant, verputzt im Kolonialstil. Falls ihr Interesse dran habt, bleibt dran. So, hier haben wir ja gemacht hinten mit Transformator. Hoppla, könnt ihr sehen. So, hier praktisch das Haus. Wie ihr seht, verputzt, da viele noch Dachrinnen kommen. Da sind so kleine Gehwege drumherum ums Haus. So kann man es besser sehen. Also das Haus sieht top aus, meiner Ansicht nach. So, wir können zusammen gehen. Links hier seht ihr einen Maschendrahtzaun mit Holzpfosten, Quebracho. Auch schöne preiswerte Lösung. Sehr schön. Nur im Kolonialstil. Seht ihr, da fehlen noch die Dachrinnen. Und es wird fertig gemacht. Hier die Fenster, wie gesagt. Die Farbe, also auch die Rahmen von Fenster kann man sich natürlich aussuchen. So, ja, mal hier mit einem schönen Park. Sieht man noch. So, gegen die Sonne. Schauen wir mal die andere Seite. So, das sieht top aus. Die letzte Arbeiten. So sieht die andere Seite aus. Also wirklich schönes, wunderbares Haus. Die Rinnen werden noch montiert. Saubere Arbeit, mehr als das. Also ich brauche, glaube ich, da wenig dazu zu sagen. Man sieht halt auch die Fenster. So, den Rahmen kann man sich ja immer aussuchen. Es werden noch letzte Arbeiten gemacht. Sauber, schön geputzt. So, die Balustrade wird zu Ende gemacht. Hier sieht die Terrasse aus. Sehr schön. So, das sieht doch im Großland aus. Also so ein Haus oder so ähnliches könnt ihr auf jeden Fall auch mit planen. So, innen rein möchte ich nicht gehen, da hat natürlich die Kundin schon ihre Sachen drin. Das machen wir einfach nicht. Ich kann nur kurz vielleicht das Bad zeigen. Gut, jetzt gegen die Sonne. Es wird noch fertig gemacht, die Dusche. So, das ist
Der Boden hier, es wird schön verputzt, sauber gemacht. Also hier die Türe, die Eingangstüre. So der Blick von außen. So, also falls ihr so ein Haus im Kolonialstil schön findet, ich finde es persönlich wirklich schön, einfach anrufen, Kontakt aufnehmen. Unten gebe ich euch die Daten durch, wie immer. Ihr könnt euch so ein Haus oder Haus ihre Wünsche gerne aussuchen, uns kontaktieren, sei es per E-Mail, sei es per WhatsApp oder einfach unten in den Kommentaren. Also, macht gut, passt auf, und wenn ihr wirklich schöne Häuser, auch inklusive Grundstück haben wollt, einfach sich melden und wir verwirklichen eure Wünsche. Also nicht vergessen, das Video teilen. Wie immer, vielleicht einer eurer Freunde möchte so ein Haus haben. Einfach per Facebook, per WhatsApp, Instagram oder Twitter einfach das Video teilen. Und wie gesagt, ich versuche alles in verschiedenen Sprachen nochmal das Video zu übersetzen, beziehungsweise dass die Untertitel in verschiedenen Sprachen erscheinen. Also, bis dahin, mach's gut, bleibt immer gesund und mit dem Lächeln im Gesicht. Und wir sehen uns im nächsten Video mit etwas besseren Sprache. Bis dann, mach's gut, ciao, ciao.